und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Alle bereit? Dann wird es Zeit, endlich die Nähmaschinenfabriken hier im Industriegebiet aufzustellen. So viel Vorarbeit geleistet, dann können wir es ja jetzt richtig krachen lassen. Platz müssten wir uns noch mal kurz machen, hier ein paar Straßen weg. Aber das ist ja jetzt kein großes Problem. Geht schnell, geht fix. Und vielleicht noch ein paar neue dazwischen setzen. Ach, hier passt schon mal nicht so ganz. Gefällt mir nicht. Ändern wir gleich mal ab. Dann das hier noch raus. Und dann sieht's doch schon ganz gut aus. Abgesehen von der Ecke hier oben. Aber die ist jetzt auch zu. Ein paar mehr Übergänge vielleicht noch. Kann ich euch geben. Daran sollte es jetzt nicht scheitern, aber das... Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das war nicht ganz mein Plan. Viel gekonnt. Aber hier hätte ich jetzt bitte schön noch 3 Stück. Die passen da doch hin. Sehe ich doch. Und dann geht's los. Eigentlich, in der Theorie, könnten wir uns das doch kopieren. Schauen wir uns an, ob das wirklich so einfach funktioniert. Ich bediene mich mal... Ach ja, steht ja... bei beiden so ein Kraftwerk mit drin. Ach, Moment. Wir können dich doch nehmen hier. Kopieren wir uns das ganz einfach mal. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Ein paar Lagerhäuser könnten wir zur Not irgendwo noch dann dazwischen quetschen. Wie man es kennt... Und ich hätte gern aber erst einmal alles als... Ach, Moment. Jetzt war ich wieder verkehrt. Ich wollte doch alles in Blaupause. Mein Fehler, sorry dafür. Tja, und dann? So... Wirklich? Oh, Moment. Doch. Passt ja doch. Und wenn wir das Ganze drehen würden mit den Lagerhäusern nach unten, ja dann, wieso, ach so, dann geht's schon wieder nicht mehr. Und wenn ich die auf die rechte Seite packe, das ist schon deutlich besser, finde ich jetzt. Machen wir es doch so, packen wir dich dahin, einmal Klick und schon steht's alles. Wo es sein soll. Hier könnten wir jetzt auch noch was dran setzen. Da bleibt aber wieder so eine kleine Ecke frei. Da kann man dann wieder nichts reinsetzen. Zumindest keine Handelskammer, weil sich sonst die Bereiche wieder überlappen. Wie machen wir denn das dann? Hier oben könnte theoretisch auch noch was mit reingesetzt werden. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Da macht man es mir wieder schwer. Vielleicht dann noch ein bisschen Platz lassen, um da die Lagerhäuser noch dazwischen zu setzen. Das könnten wir durchaus in Erwägung ziehen. Gut, da gehen jetzt da unten links wieder 2 Nähmaschinen flöten. Aber was will man machen? Auf die linke Seite möchte ich die da nicht stellen und den Platz möchte ich mir freihalten für noch mehr Nähmaschinenfabriken. Okay, also eine Reihe Lagerhäuser hätte ich dann jetzt gern mal hier. Passt wieder nicht. Prima, super. Na Moment, dann verschieben wir das aber. Lassen dazwischen noch ein bisschen Platz, wo wir 1-2 Straßen durchziehen können. Und dann ist schon in Ordnung. Hier, ihr oben, da, ihr könnt zusammenbleiben. Hab ich nichts dagegen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Dagegen allerdings hab ich schon was. Ziemlich viel sogar. Muss ich mich wieder dahin begeben. Zeit kostet's. Jetzt nochmal hier mit hin? Doch, 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 werden wir tun. Einmal dahin, die nehmen wir uns, weil wenn wir das Ganze hier drehen, dann passt's ja doch. Theoretisch noch eine, wenn ich da noch was rausreiße? Wohl eher nicht. Ich bediene mich mal kurz an der Straße. Die Flammen sind außer Kontrolle. Nee, das wird auch nichts, wenn ich's so mache. Gut, dann können wir das drehen. Lassen hier die Straße noch mit dazwischen. Feuerwehr haben wir überall mit eingeplant. Sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lagerhäuser.
könnte man hier unten noch welche dran stellen. Der Bereich ist komplett ausgefüllt, so wie sich das gehört. Könnten wir doch schon mit dem Aufstellen beginnen. Oder wir machen hier den Platz noch voll. Wir machen den Platz noch voll. Was darf ich denn da noch? Ein bisschen weiter nach rechts schieben geht nicht noch mit der Handelskammer. Nein, geht nicht, aber... Oh. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Na, warte mal. Ich nehme dich nochmal komplett raus. Und hier die Straße auch noch. Dann kopieren wir uns das ganz einfach nochmal. Weil wir es können. Wenn du da... Oh, du passt ja auch da oben noch hin. Na, dann geh mal da. Das eine Lagerhaus hier vielleicht noch. Oh, Moment mal. Platzieren wir dich mal kurz da oben. Vielleicht passt es ja auch so schon. Kurz nochmal die Ruinen beseitigen. Natürlich. Wer hätte es vermutet? In der Arktis. Wie viel habt ihr denn jetzt hier angezündet? Was soll denn das? Ihr merkt wohl noch was. Alles gelöscht, Ruinen beseitigt, das kann auch weg, Zeitung erledigt sich automatisch. Dann wieder zurück an die Arbeit. Hätte ich jetzt nochmal gern, ich nehme mir nochmal den hier. Der war so schön, der hat mir gefallen. Und wie sieht's aus? Nicht rosig. So wird's nichts. Dann doch, tja. Nee, also, gefällt mir nicht. Glaub, das müssen wir mal wieder von Hand machen. Gut, dann eben von Hand. Passen so rein, ja. Durchaus, wenn ich da jetzt die Straße hier so weiterziehen würde, fügt sich dann auch die Handelskammer mit ein? Ja, kann man auch machen. Ja, warum dann nicht so? Hier das Ganze jetzt nochmal daneben gestellt. Okay, dann müsste das noch ein Feld weiter nach links. Da ist doch hier oben bestimmt das Teil nicht mehr mit im Bereich. Müssten wir mal aufstellen, dann sehen wir es. Nein, nicht mehr mit drin. Dann... Oh, jetzt stört die Ecke da beim Lagerhaus. Na, das wollen wir doch nicht. Die reißen wir raus. So wichtig ist das nun auch wieder nicht. Dann können wir hier noch eine mit hinstellen. Brauchen wir die Straße hier? Auch nicht wirklich. Schön wäre es, wenn hier noch eine Verbindung wäre. Aber nicht unbedingt dringend gebraucht. Passt das hier noch hin, das da noch hin. Da klatschen wir noch zwei mit dazwischen. Und damit bin ich ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Platz ausgenutzt, hier vielleicht noch ein paar Überwege drüber. So freundlich bin ich dann doch noch. Ja, hier vielleicht noch ein dazwischen, da machen wir auch noch was. Okay, ihr habt mich überredet. Da auch noch. Jetzt. Ist das aufregend, eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Schön für die gute Ursula. Kommt die Feuerwehr mal mit hier runter. Weil ich den Platz brauche. Hier. Für Lagerhaus. Dann nehmen wir nämlich das noch raus. So sieht's doch aus. Und Straße wieder dran. Ja. 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 Genug Lagerhäuser stehen da. Handelskammern stehen dazwischen. Die stellen wir mal gleich auf. Und vielleicht auch hier mal schon. Ach, was soll der Quatsch? Mit der Erbsenzählerei hier. Mehr Druck im Kessel. Traurenmaterial. Hätte ich eigentlich schon ranschaffen können. Stahlträger. Wichtig, wichtig. Und dann machen wir das in einem Rutsch. Machen wir das. Stahlträger bei dir. Zum Horizont. Stahlträger bei dir. Und da ich dann mit großer Sicherheit wieder ein paar Schiffchen bräuchte. Hi. Dann holen wir euch doch auch schon mal runter. 2, 3, die zwack ich mir mal ab. Die liefern dann noch ein bisschen Stahlbeton, ein paar Fenster. Ihr wisst schon,
Der Rest... Laufen Koordinaten an. Der fährt jetzt aber schon hier runter. Ihr vier. Gut, machen wir halt 5. Nee, neue Befehle? Schlechte Zahl. Dann kommt Nummer 6 noch hinterher. Genau. Neue Ziele? Ihr weiterfahren. Ihr mitkommen. Dahin geht's. Ihr nehmt mit Stahlbeton und Fenster. Wie ich gerade da schon wunderbar erklärt hatte. Und Items bräuchten wir ja auch. Da stellt sich mir jetzt aber die Frage. Wir könnten das Ganze hier mit den Items weiterführen. Den Ferras rein, der gute Bruno und eine Hebebühne. Wir könnten aber auch auf die 35 zusätzlichen Prozent verzichten. Ein geschickter Zug sich dieses Fach. Da ist für nichts mehr Platz. Geht doch mal weg. Und den guten Dario hier noch mit reinpacken. Für Hochradwerkhalle und Nähmaschinenfabrik. Dann bräuchten wir auch keine zusätzlichen Hochöfen und Co. Wird's Eisen gleich verarbeitet und es gibt sogar noch Taschenuhren und Phonographen obendrauf. Das wäre doch was Feines. Und Sie haben an Einfluss gewonnen. Das werden wir auch tun. Das bedeutet, wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5 mal den guten Dario. Ach, da hätten wir ja... Ach, Moment. Kran anhalten! Dann wird's doch ein bisschen weniger Material. Dann gibt's hier erst die Items. 4 mal. Ich glaube, den haben wir doch gar nicht so oft, oder? Ist der überhaupt noch da? Johann? Dich suche ich nicht. Den meine ich, will ich. 4 mal. An der Zahl. Ball drehen! Dann. So einfach hab ich's mir gedacht. Aber da fehlt auch ja was. Sowas. Einmal habe ich noch. Hier müssen dann noch 2 Stück rein. Also muss ich noch 2 einkaufen gehen. Und 3 mal den guten Bruno. Na, aber der müsste doch noch da sein. Eigentlich. Auch nur 2 mal. Was soll denn das? Muss ich ja direkt einen reinpacken. Hier, so mal. Oder gibt's da noch was anderes? Wir können ja mal schauen. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Für die Nähmaschinenfabrik hätte ich da gern alle Items. Nein? Ja? Nein. Ja? Nein. Nein. Ja? Nö. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut so. Oder? Falls wir mit den Arbeitskräften Probleme bekommen sollten, da müssen wir den Ferras austauschen. Ich wüsste schon, gegen was. Aber ob wir es wirklich brauchen, wird sich noch zeigen. Einmal den Bruno auf jeden Fall. Müssen wir aber noch warten. Oh, das passt ja heute mal wieder gar nicht hier. Den bitte als nächstes. Aber neue zweimal Befehle. Bringen wir den guten Herren schon nach unten. Ihr mit den Items. Abfahrt. Flotte geht auf Fahrt. Wo ich euch da so gerade sehe, werdet ihr natürlich sofort bedient. Bin ich mal so stillgestanden. Und dann bitte hier wieder mitkommen. Dann dürft ihr, freut euch drauf, ein bisschen Material liefern. Abdrehen beginnen. Ist doch schön. Macht er doch gern, habe ich gehört. Stahlbeton. Geleitschutz beginnt. Ach, nicht doch Geleitschutz. Kannst doch sowieso nichts machen. Sind unterwegs. Was willst du tun? 3 mal pusten. Flotte Segelinformation. Da will ich euch sehen. Ja, dann können wir doch schon mal loslegen. Einmal den Bereich. Einmal den Bereich. Das und das nehmen wir aber mit. Und
Och, arbeitskräftetechnisch. Kommt da kein Problem in die Quere. Das ist schon mal ganz toll, finde ich das. Das wird alles aufgerüstet. Ja, ihr auch noch. Och, das Material hat ja gereicht. Ich gehe kaputt. Och, Moment. Nein, hat's nicht. Na, war noch ein Schlawiner dazwischen hier. Halt! Nehme ich mal. Ich bediene mich mal, ja? Zum Horizont! Dann habt ihr weniger Arbeit. Nee, das lassen wir mal. Ich dachte, du wärst jemand anders. So, hier packen wir den jetzt hinein. Den guten. Hebebühne raus, Dario rein. Der gute Bruno kann auch gleich Platz nehmen. Aber da, das kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Keine Angst. Kran anhalten. Jetzt noch zu euch, bevor ich mich wieder anderen widme. Wendemanöver! Hier an der Seite aufgestellt. Frachtschiff steht bereit! Dann nehme ich euch dann wieder alle mit. Abdrehen beginnen! Jetzt komm! Zieh rüber! Flotte bereit! Dann könnt ihr ja gleich los, wenn ihr schon bereit seid. Halt! Und ihr, da ich jetzt kein Material da unten mehr brauche, könnt Pause machen. Das rüsten wir aber schnell noch. Ach, Moment! Kisten unter Deck! Ich, Blödkopf! Da fehlt auch noch Stahl, fehlt da noch. Oh, kommt, dann bringen wir noch eine Lieferung rüber. Neue Ziele? Runter mit euch. Dann müssen wir einkaufen gehen. Ferras brauchten wir noch. Aber ich mit meinem absolut fabelhaften Gedächtnis habe schon wieder vergessen, wie viele. Einen hatten wir doch noch oben, oder? Hätten wir jetzt auch... Moment. Halt. Wo seid ihr? Stopp! Pause! Zurück, meinte ich. Ach, ich habe schon wieder so viele! Nee, warte mal! Sind unterwegs! Einen hatten wir doch. Frachtschiff steht bereit! Wo bist du hin? Warst du schon so weit? Ah, da kommst du angedackelt. Eins raus und einen rein. Abdrehen beginnen. Und darunter. Jetzt brauchen wir also noch die zwei für hier unten dann. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Bist du eigentlich auch nicht. Denkst du nur. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Also 10 ist heute nicht so meine Stärke, habe ich im Gefühl. Da fehlt doch jetzt auch noch ein Dario. Wie bin ich denn heute drauf? Oh, komplett kaputt im Kopf. Naja, gut, vergessen wir das mal. Fahren wir halt nochmal hin und her. Warum denn auch nicht? Ich springe jetzt aber mal rüber, bevor ich auch noch das Einkaufen vergesse. Lotte bereit. Bisschen Würfelglück. Eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Ein bisschen Würfelglück hätte ich da gern. Oder bist du wieder fies zu mir? Er ist wieder fies zu mir. Jetzt stell dich nicht so an. Sonst hole ich meine Brüder. Nein? Pflichterfüllung wird belohnt. Ja, dann halt dich ran. Ich brauche einen Ferras. Am besten 2 oder 3. Pack mir das Schiff voll. Gib mir alles, was du hast.
wenn es nicht bald etwas wird. Dann stecke ich dich selbst in eine deiner Zellen. Da lachst du aber nicht mehr. Da ist doch der Wurm drin. Hallo, guter Herr. Ich versuch's jetzt noch einmal im Guten. Bitte geben Sie mir einen Verrass. Wenn nicht, werden hier mal andere Seiten aufgezogen. Naja. Das sieht doch schon besser aus. Wenn wir jetzt so weitermachen, dann werden wir vielleicht doch noch gute Freunde. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Können wir da auch gleich mal schauen, wie viele Campus-Erweiterungen da schon durchgelaufen sind, wie viele Häuser wir schon wieder aufstellen könnten. Kann man ja in der Theorie auch mal wieder zwischendurch machen. Wenn man denn hier mal vorankommen würde. Das Wenn, das wird ganz groß geschrieben. Ich rast gleich aus. Ach, einfach mal durchatmen. Vielleicht habe ich auch schon jemanden überwürfelt. Kann natürlich auch sein. Okay. Einmal. Admiral auf der Brücke! So. Wir beginnen das Ganze nochmal von vorn. Ja, ich habe alles vergessen. Gebt ihr noch eine Chance, weil ich so nett bin. Und dann gehen wir das jetzt hier nochmal durch. Also, Ferras hätte ich gern. Werden wohl gerade nicht ausgebildet. Oh, hängt's jetzt an dem? An dem, den ich immer so viel im Lager hatte. Oh, er hat sich erbarmt. Vielleicht noch einen obendrauf? Will ich da zu viel? Scheinbar schon. Ich kann doch hier jetzt nicht die ganze Zeit verblembern bei dir und hier durchwürfeln. Na, es wird aber auch Zeit, wenn ich das jetzt mal an der Stelle so sagen darf. Ab mit dir zum Industriegebiet. Da fahren wir gleich hin. Da wird's benötigt. Und da gehen wir jetzt auch hin. Ja, ach so, Moment. Euch brauchte ich ja noch. Ach, wollte ich euch schon wieder wegschicken. Die nehmen wir mit. Brauchen wir hier nicht mehr. Den lassen wir da. Genauso wie die Stahlträger. Flotte erwartet Befehle. Und weil ich's wieder vergessen hab, jetzt noch einmal den Dario. Dann sollte doch alles unterwegs sein. Und dann können wir hier auch ein paar Routen zurechtmachen, was die Zusatzwaffen betrifft. Ich rede da jetzt von schweren Geschützen und Dampfmaschinen. Einmal packe ich dich hier noch rein. Hier stimmt's. Hier fehlt's. Der Kollege, naja, 6 Minuten, wird knapp. Wenn ich mir da schon wieder so die Zeit anschaue. Sie rennt aber auch immer davon. Ihr braucht noch, das andere Schiff braucht auch noch. Wie sieht's denn aus mit den Routen hier? Geschütze. Schauen wir schon mal rein. Wer wie was ist da denn schon unterwegs? Forscher, Hochheim, Olching, Swanbeek und schwere Geschütze gehen. Ah, nach Quarnforts. Okay. Wäre schön, wenn's auch noch dabei stehen würde. Dann hätte ich's jetzt sofort gewusst.
Okay, okay. Dann sind wir uns ja einig. Da fehlen aber noch ein paar Inseln. Da fehlt noch viel. Und da fehlen auch noch ein paar viele Speicherstädte. Könnten wir auch noch ein paar aufstellen. Ach, so viel könnten wir noch tun. Ich weiß, ich weiß. Dann Sürki de Gurg war ausgebaut. Bergheim, Brothausen. Macht schon mal 3 neue. Hottenfort steht nicht mehr drin. Sind wir bei 4. Und Gelehrter sehe ich auch nicht. Wären wir bei 5 Schiffen, die wir da abstellen müssen dafür. Gleiches gilt natürlich für die Dampfmaschinen. Also wären wir schon bei 10. Ha! 2. 3, 4, 5, 6, 7, Schiff steht bereit. 8, 9, 10. So schnell. Still gestanden, der Admiral. Kann man Schiffe loswerden? Dann darfst du mal hier oben wieder deine Runde drehen. So ganz einsam. Manöver. Ganz allein. Aber ich gebe da mal wieder ein paar in Auftrag. Hm? So ein paar nur. 9 Stück. Damit wir wieder auf 10 kommen. Dafür brauchen wir dann auch wieder die Items. Müssen erforscht werden. Packen wir mal ein paar rein. Hier 1, 2, 3, 4, 5. 9 mal die Dame. Und 9 mal den Herren. Ja, das wird wieder dauern. Aber gut. Flotte erwartet Befehle. Jetzt bitte die Hebebühnen raus und mir noch einmal den Dario nach unten gebracht. Da waren doch so viel da. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? Oder war er es nicht? Doch. Bin doch noch wieder blind. Da! Da steckt er doch. Abdrehen beginnen! Hab schon wieder an mir gezweifelt. Jetzt aber runter mit dir. Vairos ist auch gleich da. Bringt die Fährreise mit. Und hier hätten wir ja aber immer noch Platz. Wenn wir das dann alles verteilt haben. Mit diesen Kollegen hier. Hi! Und dann die anderen Speicherstädte überall stehen. Dann wird geschaut, ob wir noch mehr brauchen. Oder setzen wir gleich welche? Ha, ich weiß doch auch nicht. Zur Sicherheit lassen wir mal frei. Eigentlich sollte das ja genug an Produktion sein hier. Was wir mittlerweile... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. ...da so hingezimmert haben. Und wenn dann die Items in den Handelskammern drin sitzen, schauen wir mal in die Produktion rein. Vairos angekommen. Wunderbare... Neue Befehle? ...Nachrichten. Darfst aber gleich wieder zurück. Dich will ich ja nicht haben. Verschwinde. Ab nach... Wo war's denn jetzt? Forscher, glaube ich. Dich wollte ich nicht. Dich wollte ich. Auch gleich da. Trifft sich gut. Denn wir haben keine Zeit mehr. Die Expedition, die wartet schon wieder. Raus mit dem Herren und wieder zum Horizont. An deine Stelle. Haben wir. Fehlt noch. Gebe ich dir. Ich weiß, ich habe jetzt hier ein Fährers zu viel. Aber besser ein zu viel als zu wenig. Den noch. Und den noch. Ja gut, jetzt fehlt ja noch der Bruno drin. Wie lange braucht der denn noch? 1 Minute. Naja, da bringe ich den dann später noch schnell runter. Wir schauen jetzt mal in die Produktionsverhältnisse rein, wie es denn aussieht, wie viel denn produziert wird und dann verschwinden wir zur Expedition.
produziert auf dieser Insel 408 Tonnen Nähmaschinen. Oh ja. Chronographen gab es ja auch dazu. Und Taschenuhren 101 Tonnen. Ja, da kommt schon was zusammen. Das war doch aber noch nicht alles. Die schweren Geschütze, die will ich noch sehen. 263 Tonnen. Ordentliche Hausnummer. Und damit verabschieden wir uns in die Expedition und ins Ende der Folge. Wo waren wir? Wo waren wir? Zoologisch? Zoologisch. Haarsträubende Schrecken. Tor aus Flammen. Alles deutet auf das flammende Tor hin. Es scheint wie eine Halluzination. Ein alter, steinerner Durchgang im Fels, der von blauen Flammen umzüngelt wird. Vielleicht wurde er von einem alten Volk als Abkürzung unter dem hohen Bergkamm hindurchgeschlagen, der die Region teilt. Ihre Männer sehen es als verheißungsvolles Zeichen, das sie zum Durchgang einlädt. Doch vielleicht wäre es sicherer, einen Umweg durch den dichten Dschungel zu nehmen. Sich lieber durch den Dschungel schlagen. Die Mannschaft bedauert keine Sekunde, diese sichere und rationale Entscheidung getroffen zu haben. Der Dschungel ist das schweißnasse Übel, das sie schon kennen, auch wenn er vor Schlangen und Spinnen wimmelt. Sie kommen gut voran und gelangen bald zu einer leichten Anhöhe, über die sie auf die andere Seite des Bergkamms gelangen. Dennoch rätseln sie weiterhin, welche Hexerei auf dem sonderbaren Tor lag. Fragt man sich, werden wir aber wohl nie erfahren. Also, weiter ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen. Weiter in Richtung Ziel. Und wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.